Lehrkräfte, Schulleitungen, auch andere Akteure des Bildungssystems in Forschungs- und Entwicklungsprozesse einzubinden, kann dazu beitragen, dass Bedarfe der Schulpraxis sichtbarer werden und in wissenschaftliche Projekte einfließen. Ja, für mich geht es um einen produktiven Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis, der sich durch gegenseitigen Respekt, durch wechselseitiges Verständnis und Kooperation auszeichnet. Das zentrale Ziel ist sicherlich die Qualität schulischer Bildung durch die effektive Integration von Forschungserkenntnissen bzw. von forschungsbasierten Maßnahmen, Materialien, Tools und so weiter in die schulische Praxis zu verbessern und dabei auch vorhandene Praxisexpertise sinnvoll zu nutzen. Transfer ist also nicht einseitig von der Wissenschaft in die Praxis gedacht. Transfer erfordert auch, dass Wissenschaft und Praxis produktiv zusammenarbeiten. Und das bedeutet für mich, dass Ideen, Konzepte, Forschungsergebnisse in beide Richtungen fließen. Und wichtig ist es, mögliche Lösungen und Ansätze für Herausforderungen der Schul- und Unterrichtsentwicklung gemeinsam zu entwickeln bzw. gemeinsam zu reflektieren. Das muss auch ganz bewusst gestaltet werden. Ja, eine bessere Abstimmung erfordert zunächst ein grundlegendes Verständnis für die jeweiligen Handlungskontexte, Logiken, Referenzrahmen von Wissenschaft und von Praxis. Wissenschaft hat beispielsweise einen Fokus darauf, Phänomene zu verstehen und zu erklären. Praxis ist vor allen Dingen an Anwendung und Problemlösung interessiert. So können ko-konstruktive Ansätze, bei denen WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen gemeinsam an Problemen arbeiten, das gegenseitige Verständnis fördern und auch dabei helfen, zunehmend eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Wobei ein tieferes, auch datengestütztes Verständnis von Problemursachen wiederum gezielter und nachhaltiger dazu beitragen kann, ganz konkret an Problemen zu arbeiten und sie zu lösen. In verschiedenen Projekten haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich sein kann, auf der Metaebene darüber zu sprechen, wie wir Begriffe und Konzepte verwenden und welche Referenzsysteme wir jeweils haben. Eine Schlüsselrolle können auch sogenannte Broker haben, die zwischen beiden Welten übersetzen und den Transferprozess aktiv gestalten. Forschungswissen kann zum Beispiel zielgruppengerecht aufbereitet werden, auch indem Feedback aus Praxis und pädagogischen Unterstützungssystemen zu Materialien und Konzepten eingeholt wird und in die Überarbeitung einfließt. Kapazitative Grenzen und unterschiedliche Systemlogiken können auch den Einsatz von Multiplikatoren im schulischen Fortbildungs- und Beratungssystem der Länder erfordern. Multiplikatoren sind speziell geschult, um Verbindungen zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Lehrkräfte, Schulleitungen, auch andere Akteure des Bildungssystems in Forschungs- und Entwicklungsprozesse einzubinden, kann dazu beitragen, dass Bedarfe der Schulpraxis sichtbarer werden und in wissenschaftliche Projekte einfließen. Gemeinsame Projekte, in denen Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten, fördern ein tieferes Verständnis beider Seiten für die jeweiligen Bedürfnisse und Arbeitsweisen. Aber auch Netzwerke und professionelle Lerngemeinschaften unterstützen den Austausch und die Umsetzung von Innovationen. Schulpraxis kann auch gezielt nach Herausforderungen sowie Wünschen bezogen auf wissenschaftlichen Input und Fortbildung befragt werden. Darauf bezogen können dann wiederum Dialog, Werkstatt, Fortbildungsformate entwickelt werden, bei denen Wissenschafts- und PraxisvertreterInnen auch online in den Austausch gehen. Dabei sollten auch die pädagogischen Unterstützungssysteme in den Ländern einbezogen werden, die mit Schulpraxis und auch mit Wissenschaft ja schon zusammenarbeiten und ganz wichtige intermediäre Akteure im Schulsystem sind. Einrichtungen wie die Transferstelle im Kompetenzverbund Lernen Digital können wiederum als Brücken zwischen Wissenschaft, Unterstützungssystemen und Praxis fungieren. Erkenntnisse sollten in der Praxis getestet und Feedback sollte systematisch erfasst und dann wieder in den Forschungsprozess zurückgeführt werden, um die Passgenauigkeit zu erhöhen. Entsprechende Strukturen und Prozesse aufzusetzen, braucht aber auch Zeit, auch um eine Kultur des Austauschs und der Zusammenarbeit entwickeln zu können. Es bedarf auf Dauer sicherlich einer robusten institutionellen Infrastruktur, die den Transfer an Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Praxis, Unterstützungssystemen, Schulaufsicht und Politik aktiv gestaltet und unterstützt. Netzwerke zwischen diesen Akteuren sollten durch regelmäßigen Austausch, gemeinsame Projekte und Initiativen aktiviert und gepflegt werden, brauchen aber auch Moderation, zum Beispiel durch entsprechend geschulte MultiplikatorInnen. Transferprojekte zu evaluieren und ihre Wirksamkeit sicherzustellen, ist ganz wesentlich.
wichtig. Dazu gehört es, evidenzbasierte Ansätze zu nutzen und Transferprozesse kontinuierlich zu thematisieren und zu überprüfen. Die Transferstrategien sollten an die spezifischen Bedürfnisse und Kontexte der einzelnen Schulen oder Bildungseinrichtungen anpassbar sein. Dies berücksichtigt die Vielfalt in verschiedenen Bildungsumgebungen. Zusammenfassend erfordert ein erfolgreicher Transfer im Kontext der Digitalisierung zwischen Wissenschaft und Schulpraxis eine gut koordinierte, ressourcengestützte und flexibel anpassbare Infrastruktur, die auf starken Netzwerken und Partnerschaften basiert, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit den bestehenden Unterstützungssystemen im Schulsystem. Eine systematische Organisation und Koordination der beteiligten Instanzen ist notwendig, um ein effizientes und zielgerichtetes Vorgehen zu gewährleisten. Die partizipative Einbindung der Zielgruppen in den Transferprozess erhöht die Relevanz und Akzeptanz der Inhalte und Maßnahmen. Expertise und Handlungslogiken aller beteiligten Akteure wechselseitig anzuerkennen, ist unerlässlich, um konstruktiv und zielorientiert zu arbeiten. Es gilt dabei auch, die Ziele und Inhalte des Transfers klar zu formulieren und zu kommunizieren. Die Qualitätssicherung und die Nutzung evidenzbasierter Ansätze sind grundlegend, um Akzeptanz zu fördern und dabei zu unterstützen, dass Transferinhalte wirksam werden. Geschulte MultiplikatorInnen und professionelle Lerngemeinschaften können dabei helfen, Wissen breiter zu streuen und den Austausch zwischen verschiedenen Stakeholdern zu fördern. Online-Plattformen ermöglichen den effizienten Austausch von Forschungsergebnissen, Lernmaterialien und Good oder Next Practices auch zur Unterstützung von MultiplikatorInnen. Digitale Weiterbildungsangebote ermöglichen Lehrkräften, sich kontinuierlich mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden vertraut zu machen. Sehr gute Erfahrungen habe ich gemeinsam mit Kolleginnen mit dem designbasierten Schulentwicklungsansatz gemacht, den wir in einer Werkstatt mit Schulen umsetzen. Für verschiedene Probleme, die Schulen systematisch identifizieren und hinsichtlich möglicher Ursachen vertiefen, werden durch iteratives Design von Maßnahmen und gezielten Anpassungen Lösungen entwickelt. Nachdem wir den Ansatz vorgestellt und die Schulen in Erprobungs- und Reflexionsphasen gegangen sind, zeigen sich die Schulen nun sehr kreativ, die verschiedenen Phasen des Ansatzes angesichts der spezifischen Bedingungen an den Schulen umzusetzen. Der Ansatz kommt auch nicht nur in Kontexten der Organisationsentwicklung zum Einsatz, sondern ist bei manchen Schulen zum Prinzip des Austauschs zwischen KollegInnen und auch zwischen Lehrkräften und SchülerInnen geworden. Sie haben ihn weiterentwickelt, was wir wiederum beforschen. Schulleitungen, die wir aus dem Projekt kennen, beginnen nun übrigens auch in der Lehrkräftebildung mitzuwirken, sodass Zusammenarbeit und Transfer bereits in der Ausbildung sichtbar werden. Als erstes würde ich die Relevanz von Forschung und Entwicklung benennen. Wissenschaftlich fundierte Ressourcen wie Materialien, Tools und Konzepte, die dem Transferziel dienen, müssen sich an den Bedürfnissen und Herausforderungen der Praxis orientieren und sind bestenfalls praxisbewährt und evaluiert. Nur wenn die Ergebnisse relevant, qualitätsgesichert und für Praxis adaptierbar sind, werden sie erfolgreich umgesetzt werden. Als zweites würde ich Kommunikation hervorheben. Erkenntnisse müssen in einer Art und Weise kommuniziert werden, die für Praxis verständlich und zugänglich sind. Gleichzeitig ist wichtig, dass Wissenschaft die Sprache und die Bedürfnisse der Praxis versteht. Ein regelmäßiger und offener Austausch zwischen beiden Seiten ist ganz entscheidend. Und drittens, Aufbau und Pflege institutionalisierter und begleiteter Netzwerke. Langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zwischen Akteuren im Bildungssystem fördern den gegenseitigen Austausch und das Verständnis. Durch solche Netzwerke entstehen Synergien, die es leichter machen, Wissenschaft und Technologien zu transferieren. Sie beziehen die bestehenden Unterstützungssysteme bestenfalls mit ein, beziehungsweise sind in diese integriert. Da wir keine wirkliche Tradition der Transfer- und Implementationsforschung in Deutschland haben, braucht es im Übrigen auch Forschung zu erfolgreichen Transferprozessen zwischen Wissenschaft und Praxis.